Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Hä? Also denn triggern ihre anderen Idle-Nachrichten sich selbst und canceln den Missionsmonolog. Das ist ein bisschen scheiße. Kommt viel zu hochfrequentiv. Nein, ich habe nicht durch mein Scharfschützengewehr oder Zielfernrohr geguckt auf. Ach, du. Du machst es harmlos. Ich geh mal ein bisschen Lotto spielen, ne? Jetzt, da wir Legendaries kriegen können, darf ich das. War natürlich wieder nur Scheiße. Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten. Du weißt doch, er braucht Content. Ja, ja. Ey. Stimmt, Reggie. Hast du recht. Das wird dir immerhin ein paar Kann ich eigentlich hier von Mr. Talk kaufen? Gibt's da schon was Schönes? Ein Raketenwerfer mit 19.000 Damage, aber zu teuer. Dann sage ich bloß Deco Mio Fetto Grande. Das sagst du immer. Na und? Also Mr. Talk hat nur Scheiße im Angebot. Dann müssten wir noch ein paar sehr viele Münzen. Gut, was haben wir denn jetzt noch so an? Story-Mission. Das andere ist, Du hast auf ihr Plastik geschaut. Ich hoffe, du bist geimpft. Ich glaube, die sind echt. Okay, wir können ja nochmal Gassi gehen machen. Sei vorsichtig da draußen. Der Himmel über Pandora wird fallen. Puh, so. Ein bisschen Luft zu fächern. Mit Plastik! Nee, mit den eigenen Händen. Aua, da schlage ich ja meine... Shadow müsste mal wieder hier sein, da hätte ich einen genialen Fächer. Wie so ein Sklave, der immer mit so einem... Keine Ahnung, mit so einem Fächer da vorne und neben dir steht so... Ja, Wedel, Wedel. Nein! So Handfächer. Hast du ihn nicht gesehen? Beim letzten Streams? Hat er den noch benutzt, glaube ich. Aber da hat er erst noch die falsche Seite nach vorne. Da ist mich... Gut, der Kanal ist ab 18. Von daher geht's, aber es war so Content, der wirklich nicht auf Twitch gehört. Mehr sage ich nicht. Nein, mehr sage ich nicht. Nein, nein, auf nein. Irgendwann ist auch mal Schluss. Dieses Betteln einfach immer. Halt, stopp, jetzt reicht es. Nein, nein. Huch, spawnen einfach die Bomben. Bombenwetter. Stimmung. Die gibt's bei Tina jeden Tag. Ey, da könnte man einen Jingle draus machen. Hi, Tina. Was geht da? Okay, Kumpel, gehen wir's an. Schaushähnchen gekauft. Es heißt Enrique und ist ein herzallerliebster kleiner Scheißer. Sei so cool und führ ihn Gassi, ja? Für dich ist es Training und Enrique kriegt ein wenig Bewegung. Ich markiere seine Position auf deinem Echo-Dings. Kümmst, wenn du dich fragst, wohin die Biker verschwunden sind, ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Es wird für immer ein Mysterium bleiben. Die sind irgendwo runtergefallen. Wie bist du da hochgekommen? Ich bin gefallen. Das Erstaunlichste ist ja noch, dass er ihm das abgekauft hat. So mehr oder weniger. Oh Gott, Leute. Aber zutraulich würde ich anders werden, Tina. Aber ist ja dein Hund. Was? Tobi, was? Also dem sehe ich ja jetzt nicht so. Ich glaube, da hast du dich versehen. Angeblich waren es Explosionen und dann waren sie weg. Angeblich, aha. So, Enrique, kommst du. Ein, zwei.
Kommst du, Enrique? Er kommt. Ich muss überlegen, sonst werde ich sau. Enrique langweilt sich schnell. Gib ihm einen liebevollen Klaps und zeig ihm, dass du es ernst meinst. Bitte, bitte. Bla. Okay, ja. Enrique geht's gut. Enrique. Enrique scheint sich zu langweilen. Verpass ihm eine, damit er dich wieder hetzt. Er schießt mein Hündchen nicht allzu sehr. Das ist fies. Reicht. Ah, kacke. Scheiß Moped. Scheiß Moped Gang da, ey. Ach du was. Toll. Holy shit, wie viel hat er denn schon verloren? Aus Versehen durch mein Gift. Oh. Hilfe. Ruhig bleiben. Dein Ernst? Ich bin nicht gerade feuerfest. Scheiß drauf. Echt? Jetzt nur damit wir nicht draufgehen, hast du jetzt Enrique erschossen? Nein. Okay, nochmal. Ich mag keine Hunde, lass die Scheiße. Wir müssen die Quest aber machen. Wir wollen doch das Beste rausholen aus unserem Training. Nein, ich wollte jetzt hier nicht. Genau, hier wollte ich hin. Willst du dich auch nochmal umsetzen? Rip Feu Feu, wow wow. Alu ist nicht feuerfest? Nee. Ja, ehrlich mal, wie geht denn das? Aber nutzt das ja nicht zu eurem Vorteil hier, ja? Vielleicht. Wie dass ich eines Tages in 20 Jahren irgendwann mal zu Gamescom doch mal erscheinen könnte und dann werde ich angezündet. Aber nur weil es da so warm ist. Weißt du, es könnte im August durchgehend schneien. Zur Gamescom hast du wieder 38.000 Grad. Ist so. Ist wirklich so, das war 2015 war es so, 2016 war es so. Überall so ganz milder Sommer, schöne, gemütliche 28 Grad, höchstens 30 und schön verregnet. Ja, und heute ölt man hier. Ich hab mir ein Schoßhündchen gekauft. Es heißt ja, schön, Tina, lass mich. Kleiner Scheißer. Sei so cool und für ihn Gassi, ja? Für dich ist es Training und Enrique kriegt ein wenig Bewegung. Ich markiere seine Position auf deinem Echo-Dings. Und das Problem ist, jetzt kommen die ganzen scheiß Biker wieder. Dann mach ich die zuerst platt. Ja, mach mal sowieso, aber... Ich lasse ja Enrique mal erst hinterher raus, wenn ich denke, dass die alle weg sind. Furchtbar, diese Wichser. War da was? Darf ich das eigentlich schon sagen? Ja. Ach nee, ist erst 9:30 durch. Keine bösen Wörter. Entschuldigung. Zündet Alu an! Brennt gut! Da ist er! Um Enrique so. Gassi zu führen, musst du nur seinen Käfig öffnen und ihn an nee, die Leichen liegen ja noch. Aber Vorsicht, er ist sehr zutraulich und schmust dir dein Gesicht umschädeln, wenn du nicht aufpasst. Ich geh schon mal vor, ich kann eher nicht so wegen Gift und so. Lauf schneller wie der gottverdammte Wind. Jetzt kommen sie. Aber was soll ich mit meinem Feuerzeug machen? Dabei rauche ich nicht mal. Warum hast du dann Feuerzeug? Ich hab ihm gerade einen Klaps gegeben. Sind aber noch Biker. Oh, der ist schon wieder fast tot. Diesmal weiß ich nicht, das waren die Biker da unten. Ja, mein Anstrubskill ist auch scheiße, weil er ihn dann so anfällig für Schaden macht. Hier ist ein Medikit. Ja, schön. Enrique, hol dir das Medikit. Ich bin unsichtbar. Phantom inmitten der Schlacht. Bald schlage ich zu. Scheiße. Enrique? Der kippt gleich um. Gib ihm mal einen Nahkampfstupser. Oder? Halt die Oberkammerjäger, du machst das gut!
Wie mal ein Stupser. Okay, das ist dämlich. Hä, wieso treffe ich den jetzt nicht? Du Enrique nicht zu sehr weh. Für ihn einfach an seine Lieblingssorte. Enrique! Oh, scheiß jetzt drauf. Ja, hab ich mir auch gedacht. Das war jetzt wieder... Ist Mist! Das ganze Ding ist Mist. Ja, komm, wir scheißen erstmal auf die Quest. Können wir später immer noch mal. Hindert uns ja nicht an der Story. Nee. Nur bloß Nebenquest. Also Einbruchdiebstahl. Mit hä, wieso Schützenplatz? Fahrerplatz. So. Mir zu blöd mit dem Hund. Ich soll ja eh angezündet werden, also ihr habt da gerade euren Bild gehabt. Eben. Mehr gibt's nie. So, Schokokekse gibt's hier tatsächlich nicht. Ach, das Ding mit den Rosinen. Ja, das hatten wir ja schon. Ja, wir müssen jetzt hier bloß noch mal rein. Aber war gut. Das war gut. Also, ja. Rosinen müssen verboten werden. Müssen als Kriegsverbrechen eingestuft werden. Ist so. Ist aber wirklich so. Nur damit du es weißt, du Pfeife. Ich habe die Forge abgeriegelt. Aber nicht, weil ich Angst vor dir hätte. Ich könnte deinen Schädel mit einer Körperzuckung zum Platzen bringen. Sondern um dir die Schmach zu ersparen, gegen Flyboy zu verlieren. Flyboy, ja. Den kriegen wir doch weg. I can believe I can Flyboy, oder was? Oh Gott. Ich verzeih dir den Gag, wenn du die Folge so nennst. I can believe I can Flyboy. Das ist echt... Ach, du hast jetzt auch Korrosionswaffen. Jo, ich kann jetzt ein bisschen mehr ausrichten. Loader sind uncool. Au! Alter, wie soll man nicht zu viele Raketen werfen? Was denn? Heilung. Hier ist nix. Was ist das? Der Kammerjäger bricht in die Talk Security ein. Ein Renegat, ein abtrünniger Kopf, der sich an keine Regeln hält, bis der Polizeichef ihm einen sprechenden Roboterhund als Partner zur Seite stellt, der ihm hilft, das Verbrechersyndikat zu finden, das seine Familie ausgelöscht hat und ihn dabei die ganze Zeit über etwas über das Leben lehrt. Immer donnerstags um 9. Immer donnerstags. Ich finde aber mittwochs um 8 finde ich mal besser. Ja, das ist viel geiler. Jetzt, wo es übrigens ausgesprochen ist, kann ich ja sagen, ich hatte eigentlich vor, dir vorzuschlagen, wir könnten doch eigentlich den Stream am donnerstags 9 verlegen. Aber jetzt ist ja vorbei. Das wär dann so ein schöner Zufall gewesen, weißt du? So als hätte Mr. Talk das dann gewusst, dass wir das so machen. Was ist das für ein fettes Lager hier? Jump. Move, bitch. Geh du mal da. Oh, hier ist eine fette Beutekiste. Alter. Meins, alles meins. Alter. Maximal ist unter 14%. Nahkampfschaden 12 und Override Abklingzeit 2. Nee. Gönn dir. Alle Scheiße. Ich habe Overdrive-Abklingzeit 27%. In deiner eigenen Artefakt? Jo. Cool. Ich glaube, ich habe auch ein besseres. Aber nicht mit Override irgendwas. Muss ich mal nachher gucken. Wieso heilst du dich eigentlich gerade nicht? Nutzt du eine andere Waffe? Du wolltest ja wieder ein bisschen leben. Och. Also, manche kommst du klar, ja? Jojo.
Oh, gut. Guck mal, was da oben kommt. Plopp. Ah. Sehr schön. Hier noch ein bisschen gucken. Warte mal, das Ding da mal weg, bevor dann. Man weiß ja nie. Genau. Genau, Vorsicht, genau. Ist die Mutter der Porzellankiste. Sagt schon Asterix. Hab ich mir letztens so angeguckt, wieder mal Asterix und Obelix. Ah. Die alten Zeichentrickfilme gibt's ja auf YouTube zu gucken. Ach so? Jojo. Es gibt Kisten, Holzkisten, die als Keksdosen gekennzeichnet sind. 6 Stück. Hier in diesen Gefilden. Mach du mal. Ich geh mal rückwärts und guck mal, ob ich die Kisten finde. Jo. Da bestimmt sind da noch Rosinenkekse übrig. Vermutlich. Und die müssen weg. Definitiv. Aus keinem anderen Grund mache ich das jetzt. Lustig, man kommt hier komplett nach oben, aber nee, gibt's nix. Warum stinkt's hier nach Kuhstall? Ich war's nicht! Wer hat gefurzt? Du bestimmt, Alu. Nee, so hat mein. Das riech ich bis hierher. Jawohl! Hier ist noch eine Keksdose. Bums. Warum Rosinen? Die isst doch keiner. Eben. Darum müssen wir sie vernichten. T4 ist keine Keks. Wir müssen sie vernichten, weil sie ja keiner essen will. Doch, bestimmt gibt's hier und da ein paar Trottel, die das wirklich essen gehören. Trottel vor allem. Nimm doch lieber einen politisch korrekten Begriff und sag Geschmacksverirrte. Geschmacksverkalkung, verkalkte Leute eben. Das ist ja nicht unbedingt besser. Oder eben Leute mit geistig minder bemittelten Geschmacksnerven. Death by Bullets. Pilzgetreide, grüß dich. Willkommen im Strüm. Mach sie gemütlich. Keine Sorge, das gehört zur Kuh. Was? Was? Pilzgetreide. Ja. Bin ihr auch, oder? Nö. Ich wundere mich gerade bloß über den Namen. Was? Ach so. Manche Leute haben schon recht interessante Namen, muss man sagen. Es gibt richtig gute Namen teilweise. Ja, wie geht's uns? Ein bisschen warm ist. Es ist ein bisschen sehr warm, ansonsten okay. Ja, wir haben Spaß. Ja. Und selbst? Da schließe ich mir an, hör mal. Ach, Kümsen, hast du auch schon mal in Cut Against Humanity einen Kommentar gehabt? Wir sollen doch bitte mal unseren Akzent stecken lassen. Nö, hatte ich nicht. Pilzgetreide ist besser Name ever. Ich sage jetzt einfach mal nichts dagegen, aber ich stimme dem auch nicht unbedingt zu. Es gibt geile Namen, sagen wir so. Sind wir mal neutral. Tja. Ich finde das nur mal. Deutsch. Ich finde das nur höchst interessant, was sich Leute so für Namen ausdenken. Ich zum Beispiel wäre auf sowas noch nie gekommen. Halt, eben. Stopp, das klingt falsch. Nee, nee, wieso? Doch, darauf kommt man nicht so schnell. So einfach. Ich meine, klar, man muss bloß ein bisschen nachdenken. Und schon hat man was. Ich meine, gibt ja auch den Nutzernamen Schwimmbad-Pommes. Jetzt mal ein Beispiel. Und dabei ist sofort, der Name alleine bringt schon gute Laune, weil jeder mag Schwimmbad-Pommes. Praktisch das ist das Gegenteil zu niemand mag Rosinen. Das Gegenstück, sag mal so, Gegenteil ist es ja nicht unbedingt. Aber das ist ähnlich gesagt hätte bei mir Dialekt stecken. Der wäre schneller aus den Kommentaren verschwunden, als er gucken kann. Ach, und so selten wie ich in die Kommentare gucke, ist das kann das eine Weile dauern. Naja, mein Handy bimmelt ja immer, sobald ein Kommentar kommt, sobald mich jemand abonniert oder bla. Kriege ich ja sofort Bescheid. Bescheid. Sag mal einer Bescheid.
Dann habe ich das gesehen. Eure Folgen sind super. Das ist. Aber. Lass ja, mal. Das ist, da weißt du schon, alles klar, wir wollen hier weiterleben. Der Rest ist subjektiver Müll. Aber lasst mal bitte euren Akzent stecken. Das kann ja, das versteht ja keiner. Abgesehen davon, dass es kein Akzent ist, sondern halt ein Dialekt, aber das ist halt auch wieder so eine. So, die man verzeihen kann. Man weiß ja, was gemeint ist. Ich meine, ich gebe mir Mühe. Ich versuch's ja auch, aber das ist einfach drin. Verdammt, was ist denn hier? Wie viele Kisten brauche ich eigentlich noch? Hast du eine gefunden von diesen Keksdosen? Nein. Ah, cool. Ach, zwei noch. Okay. Hier ist scheinbar keine. Die habe ich ja gerade kaputt gemacht. Echt? Habe ich gar nicht gesehen. Dann macht es bum bum bum. Baby bum bum bum. Nee, Bänge bum bum bum. Ach, das ist alles so lange her. Kennst du den Schlager nicht? Ich habe ein Herz aus Schokolade. Ja doch, aber es ist lange her. Alter, das sind mal Roboter, ey. Was ein Badass ist. Warum hat er gerade meine Waffe gewechselt? Verstehe ich nicht. Ich hab nichts an. Hä? Die hat er gar nicht. Du bist bei der Security Box. Öffne sie und schnapp dir die Schlüssel zur Forge. Ganz ruhig, Mopsy. Hier ist scheinbar auch keine Kiste. Nee. Also ich hab keine gesehen. Das muss. Ich hab noch. Was noch so ein genialer Name war, den man so kennt. Pilzkuh Batman, den gibt's aber leider nicht mehr, der hat sich umbenannt. Ich will ja nicht. Ich soll jetzt nicht böse sein, aber guck mal, Pilzgetreide gibst du. Und die kann man kultivieren. Du brauchst die Heilung. Hier muss irgendwo noch eine Keksdose rumstecken. Die Roboter machen Explosionen, wie cool. Nichts ist besser als explodierende Roboter. Außer vielleicht explodierende Menschen. Aber das ist meistens naja, so gern. Aber Krims, wenn du dich recht erinnerst, der Torch hat uns ja Explosionen versprochen. Versprochen. Ja. Okay, nimm den Schalüssel. Du kannst jetzt in die Forge rein, Flyboy erledigen und somit Badass Nummer 2 auf der Tabelle werden. Geil! Also diese Tür macht mich aber stutzig. Ja, ne, die sieht aus, als könnte man da durch. Hier irgendwo muss noch eine Keksdose sein, die wir übersehen haben. Die kann ich jede Kiste mal angeguckt. Ach ja, die Fässer waren ja auch noch. Diese scheiß Herausforderungsfächer. Aber hier hab ich das ja. Die hier hast du gesprengt. So wie jeglichen Rahmen. Was? Und jegliche Schlüpper. Also deine eigene, ne? Nicht, dass wir jetzt hier. Ah, hier unten geht's nochmal lang. Und da ist eine Keksdose. Darauf kommt doch keiner hier. Ja klar, wenn es ein Loch im Boden gibt, muss ich da rein. Ich hatte 30 Jahre lang keinen Sex, okay? Was ist mit Kekse, die auch gut sind? Ja, es gibt ja gute Kekse. Mit Schokochips. Aber nicht mit Rosinen. Ah, nee, das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ist das Äquivalent zu alkoholfreiem Bier. Das ist Bierquälerei und da muss man sofort den Bierschutzbund anrufen. Das Bierschutzbund hat es dir angetan, kann das? Das ist geil. So. Entschuldigung, das war spontan in meinem Kopf.
Nee, so tatsächlich gut. Ah, der scheiß Bierschutzbund. Komm ich nicht drauf klar. Den habe ich so noch nicht gehört. Glaube ich. Naja, der in die Vorhacke. Mit einer Nachricht an dieses Opfer von Kammerjäger. Hey. Ich bin die Zukunft. Ihr Kammerjäger seid reif für die Abfahrtprämie. Ich bin der neue It-Boy. Hör zu, du Warmduscher. Ich tritt dich so dermaßen in deine Is, dass du mich anflehen wirst, dich auszuknipsen. Was meint ihr, Fans? Kann sich der Kammerjäger mit seiner Erfahrung gegen die Jugend und die schwachen Sprüche von Flyboy durchsetzen? Ich bin mir fast sicher, aber ich tue so, als wäre ich nicht, um die Spannung zu steigern. Flyboy ist ein Draufgänger-Typ. Er ist gerade mal 16 und hält sich deshalb natürlich für unbesiegbar. Du wirst ihm das Gegenteil beweisen, Sugar. 16? Und schon so süß! Und hat Rasiermesser und Rasierklinge unter der Achsel, ja, so, oder was? Ja, 2-Jahres-Vertrag mit Gillette. Aber gut aussehen tue ich nur mit meinem Brautrasierer. Braun! Aber nur mit Explosion! Alles klar. Vor allem, er ist erst 16 und schon so scheiße. Ach ja, dann wollen wir mal zu Jordi LaForge gehen. Ich sehe was ich nicht sehe. Das heißt Iridium. Das ist wie wenn man Cent auf der Straße findet, lässt man nicht liegen. Das habe ich schon so oft getan. Man ist eine 500 Jahre alte Oma, die sich tatsächlich nicht mehr bücken könnte, ohne dass sie sich dann mit ihrem und dann stirbt. Stirbt? Mit Ü! Stirbt? Stirbt. Stirbt. Ah, nee. Ah, Ü. Ja, hallöle! Was geht ab in der Hut? Wieso hab ich denn jetzt den Kill nicht gekriegt? Keine Ahnung. Wieso krieg ich schon wieder nicht Kills? Ich hab nichts gemacht. Gut, ich geb zu, das war ich. Wieder ein sauberer Kill. Okay, war mir jetzt egal. Hauptsache, ich hab ein bisschen Gesundheit drauf gekriegt. Er ist 16. Und doch so ein Kind. Erwachsen ist das Alter auch noch nicht. Nee, noch lange nicht. Man hält sich zwar schon für. Wie Mox sagt, er hält sich. Der noch. Ui! Du hast Flyboys Forge erreicht. Jetzt musst du nur noch die Zugangspunkte zu seinem Versteck öffnen. Oh ja, das ist genial.